Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal uns weiter am Ausbreiten, haben allerdings ein paar Probleme gekriegt mit der Nachfrage, dass einige Gebäude verlassen wurden. Und auch hier auf der Seite. Das war ziemlich krass, aber wir haben Gott sei Dank relativ schnell festgestellt, dass es an der Müllproduktion lag. Von daher, ja, ist das jetzt nicht weiter schlimm und wir können hier uns weiter ausbreiten. Ich würde aber bitte hier einmal eine Einbahnstraße statt eine Landstraße hinhaben. Naja, wobei, wie sieht's verkehrstechnisch hier aus? Ja, ist rot. Genau, dann hätte ich jetzt bitte einmal ganz gerne hier einmal eine Landstraße zum Mitnehmen, bitte. Und, genau. Beziehungsweise, nee, eine Einbahnstraße zum Mitnehmen. So rum. So, genau. Und Verkehr sollte dann jetzt eigentlich sich besser. Ja. Seht ihr das, ne? Sehr gut. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, machen wir unser nächstes Wohngebiet. Ich hoffe, dass das jetzt hier klappt. Ah, wegen der Station, ne? 8, 9, ja, so. Nee. Dann so, genau. So passt das. Und gut. Ja, da kommen schon wieder neue Jobs. Also das ist schon gut, wie wir das hier uns aufgebaut haben. 4x4 einfach so. Zack. Ja. Schaut euch das an. Jawohl. Jawohl. So muss das aussehen. Ich meine, ich feiere das ja immer, ne? So, Bildungseinrichtungen und so haben wir ja hier unten. Das ist ja kein Thema. Und genau, dann machen wir einfach mal weiter hier. Zack und zack und zack und zack. So. Dann könnten wir hier nochmal. Ne, hier haben wir doch einen Anlegehafen. Könnten wir hier unten könnten wir einen hinmachen. Genau, machen wir hier mal einen Anlegehafen hin. Jetzt hoffe ich mal, dass wir das hier irgendwie platzsparend hinkriegen. Ah, sieht nicht gut aus. Verdammt. Wenn wir die abreißen, geht die Nachfrage dann wieder runter eigentlich. Lehrpersonal nimmt Auszeit. Streiken die noch oder? Nö, die streiken nicht mehr. Okay, wow. Das sieht schick aus. Der Zangi Residence. Okay. Gut. Dann können wir die Meldung eigentlich auch wegklicken. So, dann probieren wir das doch jetzt nochmal mit dem Hafen hier, Mensch. Ah, da können wir. Okay, hier kann man was hinmachen. Dann können wir hier Auto- und Passagierhafen reinmachen. Schön. Wunderbar, Freunde. So. Sehr gut. Das heißt, den dann wieder natürlich mit der Infrastruktur hier verbinden. So. Einmal so. Wunderbar hier. So. Ja, perfekt. Ich denke mal, das Ding wird dann auch direkt genutzt werden, oder? So, dann hier noch ein paar Bäumchen hin, beziehungsweise Grünflächen. So. Ja, wie gut, dass wir hier auch unsere Modgebäude haben, weil sonst würde die Stadt tatsächlich. Ja, wird genutzt, seht ihr. Sonst würde die Stadt nämlich auch ein bisschen eintönig aussehen. So, Biometrik hatten wir hier noch gar nicht gemacht, ne? Deswegen. Ach so, ja klar. Ach, so viel auf einmal. Hier fehlen ja auch die grünen Flächen. So. Zack. Ganz langsam und vorsichtig. Ich meine, ich hatte ja noch das rausgefunden mit diesen kleinen Blumengärten. Aber der Effekt ist derselbe. Also wir können hier tatsächlich auch diese Grünfläche nutzen. Doch, doch.
So, okay, dann Bäume, 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 Bäume. So. Wunderbar. Und dann sollte es jetzt eigentlich auch hier wieder mit der Nachfrage weitergehen, jawohl. Sehr, sehr gut. Super. Wie sieht es bildungstechnisch aus hier? Ja, seht ihr, das war doch... Das hier war doch in der letzten Folge unsere Problemzone. Und jetzt mittlerweile... Ja, ist das mit der Bildung tatsächlich besser. Wir sind finanziell auch wieder... Wow. Sehr gut. Sehr, sehr cool hier. Ja, wir sind finanziell wieder stabil, würde ich sagen. Das heißt, wir können... Wartet mal, gucken wir mal gerade hier in dem Zensusgebäude. Ah, wir brauchen mehr Jobs. Wir brauchen definitiv wieder mehr Jobs. Okay. Dann machen wir denen doch ein paar Jobs hier hin. So. Ist das so? Verdammt. Geht leider nicht so gut, aber so geht das. Ja, und dann freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid bei SimCity 4. Wie es hier weitergeht. Hoffentlich erfolgreich. Das ist, werden wir ja alles später noch sehen. Aber ich bin guter Dinge. U-Bahn-Stationchen hier hin. Meine Fresse, drei Krankenhäuser. Das alles nur, weil die Leute immer direkt einen Arzt brauchen, wenn sie bei uns in die Stadt ziehen. Also irgendwie ist das merkwürdig. Aber gut. Sind die alle ausgelastet oder wie? Krass, die sind alle wirklich ausgelastet, ne? Das ist heftig. So. Genau, da kommen sie doch schon. So, dann. Bäume, 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 Bäume. So. Und weiter geht's. Einfach neue Jobs. Wobei, das hier gefällt mir irgendwie nicht, dass die immer noch auf die andere Seite fahren. Aber der Pendelweg ist eigentlich gar nicht so lang von denen. Was ist denn mit euch? Wachsenstadt sehnt sich nach Saft. Pendelverkehr, Mittelverkehrsgeräusch, oh ja, okay, aber das ist nicht zu ändern, Leute, sorry. ist einfach nicht zu ändern gerade. So, dann machen wir mal... ja, könnte klappen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ja, passt perfekt. Dann haben wir hier nämlich einen schönen Platz für mehr Jobs. So. Wunderbar. Einfach 4x4. Zack. Und zack. Und unsere Expansion geht weiter. So, dann hätte ich hier gerne eine Monorail. Ach! Haben wir doch schon. Haben wir doch schon. Alles schon da, Mensch. Okay. Gut. Hier unten eine Station für die Leute hin. Und, genau, einfach Parks hier rein. Genau, also ihr seht's, ne? Der Effekt von Grünflächen und Plazas ist eigentlich dasselbe. So. Ich frage mich allerdings gerade, was ist das da unten für eine Straße? Was ist das hier für eine Straße? Mach die mal weg. So. Und mach hier mal Parks rein. Ich meine, zu viele Straßen müsste ja auch nicht sein, ne? So. Ach genau, dann können wir die miteinander verbinden hier. Sehr gut. Wunderbar hier. Und wieder Infrastruktur aufbauen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es geht euch gut in der aktuellen schwierigen Zeit. Gemeinsam kommen wir da schon durch, ne, mit Energie und allem. Energiekrise. Und ist nicht einfach gerade für alle, aber ich denke mal, dass wir da gut durchkommen werden und dann im nächsten Jahr einfach drüber lachen werden. Und genau, dann gucken wir mal. Jawohl, seht ihr das, ne?
Heftig, wie viele Jobs hier angefragt werden. So, wir fressen uns weiter über die Karte. Das ist ja wirklich... Dann ist es wirklich nur noch das Gebiet hier. Ist zwar noch einiges, aber... wenn das so weitergeht... Tja, dann sind wir echt schneller durch als gedacht. Und ihr hattet mir noch einen Tipp gegeben, dass ich vielleicht noch eine Autobahn... ziehen sollte tatsächlich, und zwar eine Parallelautobahn. Dass wir die dann hier so machen. Ist jetzt schwierig tatsächlich, weil eine Autobahn zieht halt extrem viel Platz. Ich weiß nicht, also ich hatte gedacht, dass eine Zentrale reichen wird. Luca, erklär mir bitte nochmal in dem Kommentar, weil du hast es geschrieben. Was du genau meinst, ne, mit Parallel. Das habe ich nämlich gerade nicht mehr im Kopf tatsächlich. Und ich hatte halt gedacht, dass eine... Was soll ich sagen? Dass eine Autobahn halt reicht, ne, in der Stadt. Aber wenn dem nicht so ist, dann bitte nochmal kommunizieren. So, wir brauchen mehr Jobs. Haben wir hier Polizei, Feuerwehr? Haben wir, ne? Ja, haben wir noch. Okay, wow. Da kommt wieder was Gutes. So, dann 2, 3, 4 und dann hier wieder. Zack, weiter geht's. Nur einfach weiter. Aber weiter drauf los hier. Angriff ist beste Verteidigung, sage ich da immer. 4x4, da kommt Bus und U-Bahn rein. Genau, da. Und da auch. Ah. Hier kommst du da oben rein. So. Alles klar, dann. Bushaltestelle U-Bahn, Bushaltestelle U-Bahn. Schön die Verkehrsanbindung behalten, tatsächlich. Beibehalten. Und dann kann dem Wachstum eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Ja, guckt euch das an. Also wir werden schon... nachlässiger, was den Verkehr angeht. Deswegen aufpassen. So, einmal nochmal hier durchziehen. Ah, wir werden ein bisschen nachlässig, was die U-Bahn-Verbindung angeht. Müssen wir echt drauf achten. Aber gut. Was ist das? Mediziner. Ach so, ja, okay. Ich bin gerade ein bisschen auf von der Rolle, was das angeht. Wow. Guckt euch das an, da kommen sie doch schon wieder, die Gebäude. Aus dem Boden gesprossen. Jawohl. Das einfach alles durch Parks. Alles durch Parks hier. Das ist so geil. Das ist so genial, echt. Es ist so genial. Guckt euch das an. Alles durch Parks und Umweltmaßnahmen hier. Aber ich meine, gut, wir haben halt auch die Steuern gesenkt, ne? Deswegen muss man da ein bisschen drauf achten, dass man die Jobs halt wieder reinkriegt, beziehungsweise die Kohle von der Steuersenkung wieder reinkriegt. Weil ihr seht, wir sind wieder 4000 im Minus. Aber ich würde vorschlagen, wir können die Bildung nochmal ein bisschen runterschrauben. So. Oder? Bandagen plus. Schon wieder ein Krankenhaus, meine Güte! Also das ist schon krass. Richtig krass, wie viele Krankenhäuser wir hier brauchen. Aber da machen wir halt eins mal hier hin, statt der Mall. So. Auch voll. Boah. Meine Güte. Aber okay. Bildung. Gucken wir mal bitte nach der Bildung. Sieht gut aus. Außer hier unten das. Warum wieder mal? Ja, die Leute hier, die sind nicht so gebildet. Schulniveau hoch, ja. Keine Ahnung, was mit euch ist hier. Warum ihr nicht auf die Bildungsangebote anspringt. Oh! Ui, guckt mal. Wir haben Blackouts.
Beziehungsweise Brownouts. Okay, wir brauchen mehr Energie. Jawohl, können wir. Sehr gut. Können wir uns leisten. Sehr schön. So, dann baut euch mal bitte weiter auf. Lehrerdrohnen mit Streik, weil ich denen die Mittel gekürzt habe. So, aber... Passt schon. Wunderbar. Guckt euch mal, was da wieder kommt hier. Von Adel AG. 6700 Jobs. Ah, wir brauchen echt ohne Ende Jobs hier, wie das aussieht. Da. Ah, wir brauchen noch mehr. Nochmal 100.000 obendrauf. Ah, da kommt Wohngebiet oder was, ne? Ja, ja, die Bildung. Warum kommt die Bildung hier unten nicht wirklich hoch? So ganz langsam, ne? So ganz langsam. Sind die vielleicht an der Uni, die Leute? Ja, okay. Okay. Wir müssen die Uni wieder mit Mitteln versorgen. Weil wenn wir auf den Altersdurchschnitt hier gucken, sind das wahrscheinlich... Ja. Sind Leute im Universitätsalter. Okay. Jawohl. Das heißt, die Bildung sollte hier jetzt steigen. Langsam aber sicher. Gut. Dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter. Weiter Jobs, tatsächlich. Genau. Und, ja, so kann es weitergehen. Hier ist ein Krankenhaus. Was ist das hier für ein Gebäude? Geld weg, Einkaufshin. Geiler Name. Geld weg. Ja, das ist, Motto ist Programm bei Einkaufszentren, natürlich. Geld weg, ja. Krass. Okay, weitere Jobs, bitte. Polizei brauchen wir hier, oder? Nö, ist noch drin. Okay. Aber eine Monorail hätte ich hier schon ganz gerne. Oh. Oh, merke ich gerade. Wir haben hier oben gar keine Monorail-Verbindung. Ah, doch. Doch haben wir. Okay, wir haben eine. Doch, doch. Puh, Glück gehabt. Aber trotzdem, bitte einmal so und so. Verbinden, bitte. Ja, ihr seht's, ne? Die Infrastruktur wird auch immer größer hier. Stimmt, da ist ja der Parallelweg, den wir zum Ende der letzten Folge gebaut haben, richtig. Also hier oben Monorail-mäßig. Okay, da machen wir trotzdem jetzt weiter mit Gewerbejobs. Einfach so rum. Genau. Und zack und zack. Und genau, dann einfach weiter. Ja. 4x4, 4x4. Ah, passt doch perfekt für Bus und U-Bahn. Ah, das läuft so gut. Das läuft so gut. Irgendwer schnarcht hier. Das sind die Katzen, ja. Ist okay. Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, aber ist okay. Ich habe ja zum Glück ein Headset auf, ne? Damit man das nicht so krass hört hier. Aber einfach schön weiter mit verbinden. Okay. Wie sieht es jetzt hier mit der Bildung aus hier unten? Ja, so ganz langsam. So ganz langsam kommen wir dahin. Okay. Mittlere Plazas, bitte. Die passen nämlich so schön hier rein. Zack. Zack. Da. Zack, zack, zack. Und am besten nochmal kleine Plazas. Und hier. Und dann sollte das laufen. So. Und wenn nicht, dann... Doch, okay. Bisschen was. Ein bisschen was. Und noch schön Bäume drauf. So, wir brauchen einfach mehr Einwohner. Okay. Wir könnten hier nochmal ein Wohngebiet dazu machen. Machen wir auch, würde ich vorschlagen.
So. Alles klar. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, da kommt doch schon wieder was. Okay. Da kommt schon wieder was. Jawohl. Und dann können wir das hiermit verbinden. Perfekt. Freunde, perfekt. Passt wunderbar mit dem Hafen hier. Okay. Ja, sehr schön, Mensch. So will man das doch haben, nicht wahr? So will man das haben. So. Ja. Ah, schade. Aber wobei, nee, das ist gar nicht mal so verkehrt. Weil wir dann hier nämlich sagen können, okay, Bushaltestelle U-Bahn-Station hier hin. Genau. Da kommen sie doch schon wieder. Jawoll, ja. Mensch, läuft so gut. Brauchen wir hier unten auch noch, ne? Ist klar. Bushalte U-Bahn. Aufpassen, dass wir nicht zu wenig U-Bahnen bauen hier, ne? Das ist es halt. So. Gut, dann weiter. 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 Wir brauchen arme Wohngebiete. Oha. Okay. Gut. Alles klar. Das heißt dann aber auch, dass wir hier den Bereich mit Plazas voll machen. Ne, wir brauchen wieder Einwohnernachfrage. Ich merke das schon. Machen wir hier diesen... Hallo? Ach so. Ja, es ist wieder hier verbuggt. Okay. Genau, einfach schön Wohngebiet-Nachfrage pushen. So. Und da ist sie wieder. Es ist so gut. Es ist einfach so gut. Alles klar, dann. Geht hier aber auch mal hier. So, zack. Ihr könnt eigentlich dazu ziehen, Leute. Oder wollt ihr noch eure Monorail-Station hier unten haben? Das kann gut sein. So. Und, genau. Lehrerdrohne mit Streik. Ja? Leute, was ist los? Okay. Ich denke mal, nochmal Steuern senken würde ich jetzt nicht machen wollen, tatsächlich, weil das ist dann, wie gesagt, so ein böser Zyklus. Ne? Ich werde stattdessen nochmal die Bildung wieder ein bisschen erhöhen. So, genau. Damit wir hier keine Probleme kriegen. Alles klar. Oder was braucht ihr hier? Warum? Wasser vielleicht? Nee, kann ich mir nicht vorstellen, oder? Doch, Wasser! Oh, wir sind schon sehr weit fortgeschritten. Oha, okay. Wasser brauchen. Krass, okay. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet, dass wir schon so weit unten angekommen sind. Okay, ja, da kommen sie schon. Seht ihr? Hä? Nichts mit Steuersenkung, einfach nur Wasser. Okay, gut. Da haben wir sie. Wunderbar. Drachengebäude, sehr cool. Rising Dragon Tower. Da müsste sich ja der Flying Dragon freuen, ne? An dieser Stelle Grüße an dich. So, schauen wir gerade die Bildung. Ja, okay. Einfach ein bisschen abwarten, was das angeht. Also die Leute, ja, müssen halt gebildet sein. Bevor sie in vernünftige Gewerbejobs gehen. So. Alles klar. Dann schauen wir mal. Wir sind fast bei 2 Millionen Einwohnern angekommen. Ist wirklich gut. Und irgendwie nervt mich, dass dieses Gebäude da die ganze Zeit schwarz ist. Deswegen müsste ich eigentlich abreißen, aber... Lass die erstmal stehen. Einfach mal gucken. Kleine Villa abreißt. Ja, es tut mir leid. Aber dafür ist in dieser Stadt leider kein Platz. Dafür machen wir in der... Also wenn die Hauptstadt
irgendwie richtige Probleme haben sollte, machen wir dann nochmal einen Vorort für. Das ist der Plan. So, gehen wir nochmal mit dem Bäumetrick hier drüber. Mal gucken, ob wir die Gebäude irgendwie retten können, ja. Ja, guckt. Oh, okay. Jawohl. Jawohl, Freunde. So. Sehr schön. Die Werbenachfrage ist auch wieder da. Wunderbar. Aber bitte nochmal trotzdem Wohngebiete. So. Und genau, dann wieder in der Mitte einen Platz lassen. So. Und so. Wow, da kommen sie schon, ey. Ist das so heftig. So, genau. Und dann hier unten nochmal eine Verkehrsanbindung. Beziehungsweise, Moment, Autobahn. Ausfahrt. Eine Autobahnausfahrt. So. Zack. Und hier schön Bushaltestelle, U-Bahn-Station rein. Freunde, ja, so geht's. Wir wachsen weiter. Wirklich, wirklich, wirklich gut, wie das läuft. So. Ja, da kommen sie doch. Alter Schwede. Alles gut. Ich würde sagen, wir machen hier einfach ein paar Jobs rein. Fünf mal vier. Ich hoffe, das geht. Jawoll! Jawoll, okay, das ist cool. Cool, dass das so gut geht. Und dann machen wir hier einfach eine Station rein für euch. So. Wunderbar, und hier würde ich ganz gerne auch, ja, einfach eine Straße mal reinmachen. Dann eine Landstraße. Für die Monorail-Anbindung. Für euch hier. So. Ne, damit ihr hier eine Verbindung habt. Und der Rest sind dann einfach wieder hier Grünflächen mit Stadtwald. So. Was ist mit euch hier los? Ich reiß euch gleich ab, wenn das so weitergeht. Wow. Geiles Ding. Mittleres Gewerbegebiet. Wow. Guckt euch das an hier, ey. Sieht aus wie so Silos. Speichern wir aber lieber nochmal vorher. Bevor das jetzt hier... Ja, der Fortschritt flöten geht, das wäre ärgerlich. Das wäre richtig ärgerlich. So, Freunde. Dann haben wir noch ein paar Minütchen. Bauen wir uns einfach neue Jobs auf. Würde ich mal vorschlagen. Und zwar so. Genau. Bandagenblues schon wieder. Ach, Leute. Ihr braucht so viele Krankenhäuser. Das ist unfassbar. Gut, dann machen wir euch noch eins hier vorne hin einfach. So. Zack. Und das ist jetzt auch voll. Oh ja, fast voll, ne? So, ich habe euch jetzt ein neues Krankenhaus schon hier hingestellt. Was wollt ihr mehr? 3,8, ja. Könnt ihr mal aufhören zu streiken, bitte? Die hören nicht auf. Okay. Okay, also eigentlich möchte ich hier kein Wohnhaus abreißen dafür. So, dann macht noch mal eins bitte mal hier hin. So. Meine Güte, ey. Diese Krankenhäuser. Okay, sie haben aufgehört. Wunderbar. Das heißt, wir können weitermachen. Hier unten ist ein bisschen wenig los, was Hochhäuser angeht, ne? Moment. Vielleicht... Ah, fehlt halt eine Straße zwischen. Fehlt halt eine Straße zwischen. Müssen wir einfach... Ah, wohl. Nee, geht schon so.
Geht schon irgendwie. Gut, wir wollten ja weitere Jobs erledigen. Gut, dann machen wir das am besten so. Jetzt können dann auf die Autobahnseite Bus- und U-Bahn-Stationen machen. Ganz genau. So. Und dann hier eine schöne Monorail-Station rein. Ja, es läuft. Also das läuft wirklich. Läuft wirklich sehr gut. Bin ich zufrieden. So. Bin ich richtig zufrieden mit, wie das läuft hier. Wir sind fast bei 2 Millionen Einwohner. Jawohl. Das ist doch mal ein großer Erfolg. Oder findet ihr nicht? Doch, das ist ein Erfolg. Das muss ein Erfolg sein. So. Aufpassen, dass man hier keine Gebäude mit abreißt. Nee, sehr gut. Okay. Zack, zack, schön viele Grünflächen hier für euch. Damit ihr euch auch ja nicht aufregt, dass ihr zu wenig Luft kriegt. So. Wunderbar. Dann schauen wir doch mal weiter. Finanziell sieht es genau passend aus. Oh, und wir müssen wieder Wasser importieren, ne? Ihr seht das, da sind Lücken drin. Gucken wir uns mal an. Nachbarschaftshandel, Wasser. Können wir leider nicht kaufen. Das heißt, wir müssen nochmal zurück in unsere Nachbarstadt. Und Wasser kaufen. Ja. Beziehungsweise mehr Wasser bereitstellen. Und schauen wir uns mal an. Würde ich vorschlagen. Ja, wenn sich das mal bewegt. Das ist jetzt so unsere letzte Aktion in dieser Folge. Ich meine, wir sind schon wieder drüber. Aber wir haben halt nur eine Stunde die Woche, deswegen, ja. Ja, genau, okay. Und, so, 15.000. Oh, Nachbarschaftshandel, Wasser verkaufen. Jawohl, sehr gut. Puh. Okay, das haben wir schon erledigt. Okay, dann können wir noch ein bisschen bauen. Tatsächlich. Und wir haben jetzt auch tatsächlich den Platz für Nachbarstädte, ne? Wir haben den Platz, um da noch was zu machen. Das finde ich sehr gut, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vielleicht werden wir noch so 2 Monate SimCity hier spielen, denke ich. 2 bis 3 Monate. Dann sollte das doch passen. So, und euch reiße ich jetzt ab. Ihr geht mir auf die Nerven. So. So, und euch auch hier. So. Ah, geiler Soundtrack. Geiler Soundtrack. Und was ist hier mit euch? Lange Pendelstrecke. Ja, was sucht ihr euch auch die Jobs auf der anderen Seite, mein Gott? Pendler 0. Ja, okay, ich wollte schon sagen hier. Ich wollte schon sagen, nee, ihr bleibt bitte schön auf dieser Seite. So. Ja, perfekt, Freunde, perfekt. Streikt hier irgendwer? Nein. Oder? Sonst würden die doch die Meldung nicht bringen. Boah. Müssen ein bisschen erhöhen. Oha, was ist denn jetzt mit den Kosten wieder los? Ach so, wegen dem Wasser. Okay, ja, ja, ich verstehe schon. Machen wir es einfach. Einfach so, genau. So muss das passen. Ich meine, die Bildung muss ja auch nicht komplett hoch sein. Ne? Es reicht ja schon so. Was war das hier unten? Macht mir ein bisschen Sorge. Warum die Leute nicht gebildet werden. Aber das ist wahrscheinlich zu weit weg schon, oder? Ist das schon zu weit weg? Ach, hier. Ah, okay, ja, ja. Okay. Mal die Schulen überprüfen, bitte. Ah, krass. Okay, ja, ja. Warum sagt ihr denn nichts? Die sagen auch nichts, ne, wenn sie mehr Geld brauchen. Normalerweise streiken die immer.
Die sind einfach ein bisschen, ja, faul oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wir sind leider schon bei 35 Minuten angekommen. Ich würde gerne weitermachen, aber die Folge ist voll. Das ist halt das, wie man jetzt playt. Ja, was ist hiermit eigentlich? Warum bist du aufgrund Wassermangel? Ah, schade. Schade. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und dann lasst die Glocke läuten. Ey, würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.